Hallo Freunde, willkommen zurück bei Fall of the Samurai. Ich habe es ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir hier laden werden und genau das habe ich getan. Und werde jetzt die Belagerung abbrechen. Seht ihr, steht da was Hübsches dazu? Es wird genau das. Ja, dann werden wir genau das tun. Damit stehen wir hier natürlich wieder ein bisschen doof rum und werden uns hier zurückziehen, in der Hoffnung, dass er nicht direkt hinter uns herkommt. Und werden hier die Möglichkeit nutzen müssen, um uns hier mehr Linieninfanterie auszuheben. Weil wir mehr kampffähige Truppen haben. Leider wird das nicht so einfach, weil ich natürlich kaum Geld dafür habe. Und ich glaube, ich habe es wieder vergessen, aber ich werde dann noch die Schiffe dazu ziehen müssen, damit wir beschießen können. Denn durch ja, Seebeschuss können wir dort den Gegner doch deutlich aufweichen und vor allen Dingen die Festung vorher schon beschädigen und in der Schlacht selbst auch Fluss nehmen. Er kommt uns jetzt hinterher. Aha. Er kommt uns jetzt hinterher. Das ist an sich interessant, denn er hat auf einmal wieder mehr, hat nochmal Yari-Ki dazu bekommen. Hat aber dafür die Schützengarnison nicht dabei. Trotzdem sehe ich da für uns wenig Chancen. Ich speichere das mal und werde mich weiter zurückziehen. Wenn ich jetzt schon die eine Linieninfanterie mehr hätte, dann würde ich das mit ihm angehen. Aber so sehe ich da wenig Chancen. Da hauen wir lieber ab. Vielleicht, naja, er kommt nicht hinterher. Dann sind wir auf jeden Fall erstmal in Sicherheit so gesehen. Dann schauen wir mal. So, einmal alle durch. Sehr schön. Soldaten rekrutiert. Genau das wollte ich hören. Dann gucken wir jetzt mal mit unseren Schiffen hier oben, dass ihr möglichst schnell hier hinkommt. Und du auch. Wobei ich bei dir natürlich nicht weiß, wie schnell du hier sein kannst. Aber es dürfte sich noch ein bisschen hinziehen. Ja, das dauert noch eine Runde länger. Auf neue Clans getroffen. Verhandeln werden wir wohl immer noch nicht können. Wir holen uns mal hier die Linieninfanterie hier hoch. Und sehen, was wir mit der Geisha hier machen können. Können verführen. Aha, wenn wir Geld dafür hätten, könnten wir Leute verführen und ablenken. Aber wir haben ja einfach gar kein Geld für über. Also wird das wohl nichts. Und wie sieht es mit Rekrutierung aus? Können wir uns auch nichts leisten? Das ist natürlich richtig, richtig ehrlich. Da müssen wir nächste Runde nochmal gucken, ob wir dann genug haben für. Sieht ja auch eher schlecht aus. Wie sieht das denn hier aus? Wir haben hier ja Bütchen. Wie teuer? Ach, die haben nur 50 Unterhalt. Das lohnt sich also auch nicht. Und wir haben hier nur einen Beliebtheit. Das heißt, wenn wir hier den. Dann ist das nämlich rot. Das heißt, hilft uns auch nicht weiter. Dann werden wir jetzt wohl einfach mal die Linieninfanterie dahin bewegen müssen und hoffen, dass wir damit irgendwie ansatzweise gegen ihn vorankommen, weil ein Trupp Linieninfanterie kann halt schon viel ausmachen momentan. Und wir müssen nächstes Mal auf jeden Fall besser auf die Reiterei aufpassen. Das hat mir das Genick gebrochen, dass die den Daimyo erwischt haben. Weil. Wenn der gestanden hätte, hätten auch unsere Truppen noch länger gestanden und wir hätten nochmal Sammeln einsetzen können, um unsere Truppen in der Schlacht zu halten. Esha stieg im Rang auf. Das ist nett, denn ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es beim Review schon gesagt, die Leute steigen hier deutlich schneller auf, was natürlich von Vorteil sein kann. Und hier kriegen wir die Chance auf Verteidigen. Was kriegen wir hier? Sichtfeld auf der Kampagnekarte, das nehmen wir, glaube ich, wohl für sie. Und dann gucken wir, was sie hier gehen kann. Motivieren von Truppen oder Unterhalten von Edelunter. Wir gehen auf Motivieren von Truppen, weil das macht sie ja gerade. Das müsste unseren Leuten ja dementsprechend auch ein. Ja, da wollte ich gar nicht drauf. Ich wollte hier mal gucken, ob der Moralbonus. Ja, wir kriegen. Da sieht man den Bonus auf die Moral deutlich. Das ist dieser grüne Balken da, der sich bei eigentlich allen auswirkt. Man sieht hier bei dem, der das nicht hat, der ist bei 6, die anderen kriegen 2 Punkte drauf. Ich denke, jeweils, ja, teilweise müsste es sogar ein bisschen mehr sein. Ach, ich weiß nicht genau, wie sich das berechnet. Hier können wir rekrutieren, aber nur Hereban-Infanterie. Ich glaube, dann warten wir lieber noch eine Runde für noch eine Truppe hiervon. Und ganz wichtig, wir brauchen, müssen euch weiter voranholen. Es reicht auch, dass sie sich erstmal dahin bewegen, denn dann kann ich von da aus nächste Runde schon mal bombardieren. Ein Blick auf die Ziele verrät übrigens, dass mittlerweile die treuen Provinzen nicht mehr bei uns in der Oberhand sind, was natürlich ein bisschen schade ist, aber was soll man machen?
Dann beenden wir hier die Runde mal wieder. Gucken wir mal, was unsere Jungs daraus machen. Also was der Gegner vor allem daraus macht. Ja, ist natürlich ein bisschen wenig spannend, da zu warten, bis die einmal da durch sind, weil man sieht halt auch noch gar nichts. Bau abgeschlossen, das ist natürlich gut, auch wenn wir sicherlich kein Geld für Kanonen haben. Ich hätte vielleicht doch was für die Wirtschaft nehmen sollen. Wenn man sich anguckt, ach doch, wir hätten sogar Geld für Kanonen. Oho, aber die brauchen wir persönlich momentan zu lange. Ich nehme lieber wieder Linieninfanterie. Und hier noch welche dazu. Sind wir nämlich nächste Runde, glaube ich, in der Lage anzugreifen. Aber wir bewegen uns erstmal hier möglichst nah dran. Das Gelbe hier ist der Einflussbereich unseres Schiffes und wir möchten natürlich, dass es irgendwie möglichst weit von Nutzen ist. Und dann beschießen wir hier. Haben leider keinen Schaden verursacht. Das ist ärgerlich. Aber können dann auch in Schlachten im Zweifelsfall mit auftreten. In unseren Schiffen. Und beenden dann mal wieder die Runde. Sobald er da ist, ja. Natürlich verschwende ich jetzt im Endeffekt am Anfang ganz schön viele Runden, einfach nur indem ich hier warten muss, bis unsere Truppen das entweder in der Lage dazu sind, hier zu kämpfen, während der Gegner natürlich auch weitere Truppen bauen kann. Was mich auch mal interessieren würde, wo mir vielleicht jemand von euch weiterhelfen kann, weil ich es nicht weiß, wie man mit den westlichen Mächten, also Europa, England und Frankreich, nicht Europa, Amerika, England und Frankreich, wobei Amerika von hier aus ja eher östlich ist, aber wie man mit denen handeln kann. Denn ich weiß, sie tauchen auf und ich habe auch schon Clans gesehen, die mit ihnen handeln. Ich habe aber noch keine Ahnung, wie. Da würde ich mich mal interessieren, wenn mir das jemand sagen könnte. Weil ich denke, das ist auf jeden Fall lohnensreich. Und wir haben eine Technologie erforscht, das ist gut. Und wir haben Soldaten rekrutiert, ja. Ich denke, ich werde jetzt mal die ersten Forschungen hier irgendwo machen. In dem Fall das hier direkt. Weil das hier ist zwar nett, aber brauche ich nicht so dringend. Das ist eher, glaube ich, für die traditionellen Krieger richtig wichtig. Wobei Lundenschlusstürme auch schon interessant wäre. Gatlingtürme, oh. Ich nehme zurück, das ist für alle interessant. Aber wir werden erstmal hier anfangen. Das hier werde ich mir auch noch holen wollen, aber erstmal ein bisschen später. So, jetzt kommt unser Schiff mal hier mit ran. Und wir bombardieren hier nochmal. Und wir haben dies etwas getroffen, ja. Das sind die Werte unserer Schiffe dabei, wobei die sich keiner verbessert, aber wir haben ein paar Lundenschloss Katschi und Hatamoto des Generals haben wir, also die Leiter des Generals haben wir auch getroffen. Das ist auf jeden Fall schon mal nett. Und holen von hier aus noch die Linieninfanterie her. Die wird jetzt natürlich auch wieder einige Zeit brauchen. Aber sobald die dann da sind, traue ich mich da, glaube ich, an den Angriff. Damit wir das diesmal besser schaffen. Und ich sehe gerade, ich habe natürlich den einen General wieder mitgenommen. Das war ziemlich doof. Den werden wir wieder zurückschicken. Wenn der auch noch stirbt, haben wir auf einmal keinen Sohn mehr. Und das würde dann dementsprechend die Schlacht ziemlich final für unser Let's Play machen. Das wollen wir ja nicht. Nee, das wollen wir nicht. Ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass jemand das geschafft hat, sich hinzustellen in Total War wirklich zu verlieren, indem er einfach keine Nachfolger mehr hatte. Also ich glaube, es müsste eigentlich machbar sein, dass man einfach irgendwie seinen einzigen Herrscher, den man hat, in der Schlacht verliert. Aber gesehen habe ich es, wie gesagt, noch nicht. Wir haben einfach gut, auf eine Braut für uns sein, das dürfte unser Sohn sein. Treue. Ja, wir nehmen das mal, auch wenn das mit der Treue natürlich nicht optimal ist. Und wir haben Sommer. Sieht man übrigens hier oben auch immer. Sommer erhöht die Verstärkungsrate aller Einheiten. Finde ich ganz cool, dass das jetzt auch direkt Einfluss hat und nicht nur sagt, im Winter hat man Truppenverschleiß. So, hier wollen wir wieder. Oh, dort haben wir den Yarikanshi auf jeden Fall wehgetan. 40 Stück rausgeschossen. Natürlich erholen die sich im gewissen Maß auch wieder pro Runde. Aber wenn wir es schaffen, in der Runde, bevor wir angreifen, dann gut Schaden zu machen, wäre das natürlich genau das Richtige. Und zwei Runden noch, dann können wir da hoffentlich dann kämpfen. Und dann auch endlich die dämliche Stadt erobern. Damit wir hier ein bisschen mehr Geld haben und ein bisschen vorankommen. Weil Sanuki hier müssen wir danach dann ja auch noch erobern. Damit wir unsere Insel hier komplett kaisertreu haben. Ich finde es auch lustig, wie die Symbole sich mittlerweile alle ähnlich sehen. Also man merkt daraus, welche Familien nach der Samurai-Zeit erfolgreich waren. Und dann hat sich das halt wieder so ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Richtungen, weswegen es verschiedenfarbige Symbole doch wieder gibt. Aber halt aus welchen das hervorging.
So, wir gehen schon mal darüber und bombardieren hier wieder. Ja, wir haben die Feste beschädigt. Natürlich nicht so extrem viel, aber das könnte reichen, dass unsere Tore offen sind und eins unserer Schiffe hat eine Erfahrungsstufe bekommen, was natürlich auch cool ist. Weil, wenn man sieht, hier erhöht Nahkampfangriff ist jetzt nicht so interessant. Das sind auch zwei verschiedene, stelle ich gerade fest. Ich dachte, das wären beides die gleichen. Oh ja, ich sehe schon, die hier hatten mehr Kanonen. Leider gibt es sowas wie Kanonenschussfähigkeit hier nicht wirklich. Man kann halt nur seine Nahkampffähigkeiten erhöhen, indem man levelt und die Moral, weil die Moral schon durchaus wichtig ist. Und bei solchen Schiffen ist halt auch die Rumpfstärke deutlich wichtig. Man sieht es hier, wo der Unterschied ist, 800, 800 oder 250, das sind alles schon hölzerne Schiffe. Wenn man da einfach ein Eisenschiff hat, sieht das nochmal ganz anders aus. Die halten dann richtig, richtig viel aus. Da kann auch ein einzelnes Schiff eine ganze Flotte aus Holzschiffen zerlegen. Weil so eine Kanone in einem Holzschiff einfach mal viel schneller einschlägt und es kaputt macht, macht ja auch Sinn. Ja, die sehen alle gleich aus von den Symbolen. Oh, ähnlich. Die kennt man auch von vorher schon. Da gibt es teilweise auch ein bisschen Vermischung zwischen, aber ich finde es an sich sehr cool. Nur schade, dass ich finde, dass es jetzt Edo heißt und nicht mehr Tokugawa, obwohl ja das Shogunat aus den Tokugawa hervorging und ich glaube auch immer noch in Tokugawa herrscht. Schade, diesmal haben wir keinen Schaden angerichtet. Dann belagern wir diesmal wieder. Das sieht natürlich jetzt erstmal von der Statistik nicht so gut für uns aus, denn er kriegt hier wieder seine Garnison dazu hier unten. Das hier sind alles vorhandene Truppen. Er hat einen Yarikachi mehr, hat aber Yariki nicht mehr. Letztes Mal hatte er doch einen Yariki mehr dabei, als er hinter uns her ist. Was er mit dem wohl gemacht hat. Ja, wir belagern ihn erstmal. Und man hat es hier gerade schon gesehen. Ich kann ja nochmal draufklicken, damit man es nochmal sieht. Hier hat man die. Diese Armee unterhält Feuerunterstützung zu See erbitten. Kann ich zweimal einsetzen, dann haben wir dann Radius stehen, die Ladung pro Salve, die Zeit bis zum Einschlag, was halt interessant ist, Bombardierungsdauer, Sekunden und Abkühlzeit. Das ist quasi eine Fähigkeit, die man auf dem Feld dann einsetzen kann, die halt zweimal einsetzbar ist, alle 170 Sekunden. Und vor allen Dingen halt sieht man auch die Einschlagszeit und die Einschlagsdauer, weil wenn ich quasi das Ziel gebe, kann es durchaus sein, dass sie das in die Länge zieht. Und wir haben eine Errungenschaft. Da gucke ich gerade einfach mal, was die sagt. Spielt als Toser und führt selben Kampagne 5 Seebeschüsse aus. Ah, war gut. Das ist jetzt keine so spannende Errungenschaft. Jetzt geht er mal wieder raus, denn jetzt greift er uns wieder an. Hier haben wir immer noch den Bonus. Ich speichere das mal wieder. Und diesmal versuchen wir es das nochmal. Mit mehr Linieninfanterie. Was uns auf jeden Fall weiterhelfen dürft und mit dem Seebeschuss, deswegen ich hier auch mal wieder den Ladebildschirm rausschneide und dann sehen wir uns gleich in der. Ne, wir sehen uns im nächsten Part in der Schlacht wieder, stelle ich gerade fest. Wir haben nämlich den Part schon fast voll, dann machen wir die Schlacht im nächsten Part. Also, bis dann, Leute, und macht's gut.